Hallo liebe Wissensfreunde! Es sieht ja leider so aus, als sei der Sommer vorbei und der Herbst im Anmarsch. Das heißt, es ist wieder Zeit, die dicken Jacken herauszuholen. Viele greifen dann zur Daunenjacke, aber es gibt auch eine tierfreundliche Alternative. Was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr heute bei Wissen for Free mit mir, Doc Lemino. Habt ihr schon mal etwas von Kapok gehört? Nein? Kapok ist eine Naturfaser, die genauso warm hält wie zum Beispiel die Gänsedaune. Also eine tolle und tierfreundliche Alternative. So müssen keine Gänse mehr gerupft werden. Das klingt nicht schlecht, oder? Ähnlich wie die Daune kann die Kapok-Faser Wärme speichern und ist atmungsaktiv. Sie hat damit nahezu die gleichen Eigenschaften wie die Daune. Rund 20 Kilo Fasern liefert ein Baum pro Jahr. Deutlich mehr als bei Gänsen. Hier sind es etwa 60 bis 80 Gramm pro Tier. Die Bäume, die Kapok tragen, wachsen vor allem in Indonesien, Thailand und Mexiko. Und das nicht auf riesigen Plantagen, sondern wild in der Natur. Daher ist Kapok noch vergleichsweise teuer. Zusätzlich hat die Faser eine weitere tolle Eigenschaft. Sie hat Lufteinschlüsse und zählt damit zu den leichtesten Fasern der Welt. Ein weiterer Pluspunkt? Kapok ist mit Wachs überzogen, weshalb es wasserabweisend ist und sehr gut schwimmt. Alles Eigenschaften, die auch in der Textilindustrie benötigt werden. Deswegen wird Kapok von den Herstellern als Rohstoff wiederentdeckt. Wiederentdeckt? Ihr habt richtig gehört. Der Baum beziehungsweise die Faser wurde bereits Mitte des 20. Jahrhunderts verarbeitet. Vor allem als Füllstoff in Schwimmwesten und Rettungsringen. Später auch als Inhaltsstoff für Kissen und Matratzen. Allerdings konnte sich die Faser damals nicht wirklich durchsetzen. Sie ist nämlich äußerst schwer zu verweben, da Kapok klebrig und gleichzeitig sehr kurzfaserig ist. Durch technische Weiterentwicklungen kann die Faser aber inzwischen besser verarbeitet werden und so kommen auch immer mehr Kapok-Textilien auf den Markt und in die Geschäfte. Spannend, oder? Eine natürliche und tierfreundliche Alternative zu Daunen, die uns im Winter genauso warm hält. Ich werde demnächst danach Ausschau halten. Ihr auch? Und das war's auch schon wieder von mir für heute. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann liked und teilt das Video doch mit euren Freunden und besucht mich auch auf TikTok und Instagram. Also, bis zum nächsten Mal bei Wissen for Free mit mir, Doc Lemino. Tschüss!